Sollen wir, ich halte Speichern für keine schlechte Idee, was meinst du? Pff, nicht unbedingt, es sei denn, du willst jetzt echt sichern. Ja. Dann lass uns mal hier direkt in die nächste Tür rein, oder? Zum Beispiel. Wupp, wupp. Ich überlege gerade. Guck mal auf die Karte. Da gibt's einen Button für, Mann. Ich weiß, das ist ein Button für den. Hier sind auf jeden Fall wieder das drei ist der Räume. Raum, das ist der Raum. Da sind nur Zombies. Musst du überlegen, willst du mit beiden reingehen? Ach, das ist wieder nur. Nee, dann nehme ich. Ja, mach wieder Dings. Dann nehme ich Billy Idol hier. So den Granatwerfer schwingen. Aber du hast genug Pistolenmunition eigentlich. Ja. Und nimmst beide. Ach, mach wieder willst. Obwohl, dann braucht er auf jeden Fall ein bisschen Platz. Er hat genug Platz. Ja, du findest jetzt auf jeden Fall ein paar schöne Items. In dem Sinne wäre es wieder gut, noch einen zweiten dabei zu haben. So ein Pack-Esel, weißt du? Digga, willst du mich noch mehr irritieren? Ah, nee, du brauchst auf jeden Fall Becky in einem Raum ganz hinten. Da ist nämlich eine Sache, wenn du die nicht mitnimmst, bist du nachher am Ende des Spiels richtig gefistet. Ach, du meinst so wie den Wichser-Haken? Schlimmer. Das ist eine Sache, auf die kommt man einfach nicht. Die kann man einfach mal übersehen und die ist unglaublich wichtig. Lass mich raten, sowas wie eine Magnum oder so, ne? Nee, das ist ein Rätsel-Item, was du unbedingt brauchst später. Was Becky in ihr cooles Set reinfüllt, was sie vorher nie benutzt hat. Weil sie hat nämlich so ein Key-Item, wo Billy das Feuerzeug hat. Da hat sie so ein Mischset, wo man immer denkt, das sind für die Kräuter, aber das ist auch für Chemikalien. Und hier steht irgendwo so ein Kanister. Die musst du reinfüllen. Es kann sein, dass hier noch einer ist. Wie kannst du das Also entweder lockst du ihn an, ja, da kommt er. Nee, es ist Rebeccas Schatten. Hörst du was? Ich meine, warte eben. Ja. Sag dich und sah was. Das ist der Doktor. Das ist Doktor Tod. So, stopp mal. Weil der Gang hier ist mit der. Ich hasse solche. Nein! Das ist der Schachraum, oder? Mhm. Ist aber eigentlich relativ einfach. Hast schlimme Erinnerungen, okay? Ich habe ihn super schlimme Erinnerungen, weil ich da gestorben bin. Wenn du es falsch machst, musst du einfach nur rausrennen. Passiert eigentlich nicht viel. Kannst du das Rätsel noch? Ja, ja. Das müsste dann rein können. Hier. Aber du brauchst nicht beide. Ja. Obwohl, hier liegen mindestens zwei Items, die wichtig sind. Auf jeden Fall liegen hier wertvolle Napalmgranaten. Die einzigen auch schwer, die du bis hier bekommst. Die sind wichtig für später. Hier an der Seite, glaube ich, irgendwo. Ja, ja, ich muss hier nur um den Tisch rumkommen. Da, genau. Ultra wichtig für einen bestimmten Gegner. Flämmchen? Ja. Ja, sammeln wir auf. Okay. Ich will nicht das Gemälde mitnehmen. Das kann ich doch nicht auf den Gegner werfen, ey. Was ich zu Revelations sagen wollte, fällt mir gerade nochmal ein. Es ist spielerisch sehr, sehr cool. Es hat ein, zwei Sachen, wo ich sage, aber vom Setting her ist es ziemlich geil. Ohne dich zu spoilern, aber unter anderem ist ein Schlachthaus auch ein Thema. Okay. Kommt auf jeden Fall sehr cool. Gibt aber von der Story her so ein, zwei Sachen, ich bin noch nicht durch. Ich bin jetzt bei Episode. Also nicht Gameplay, wo du machst, sondern Story, wo du machst, oder wie? Also, pass auf, ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin gerade bei Episode 3 in der Mitte. Teilweise ist dieses, du spielst zuerst Claire und danach spielst du Barry. Jo. Und das System ist super intelligent für ein, zwei geile Story-Twists, wo ich aber noch nichts zu sagen werde. Vielleicht im Review später. Das ist eigentlich super cool, aber es gibt ein, zwei Sachen, die mich an der Story ein kleines bisschen bis sehr stark stören. Ist jetzt nichts Schlimmes. Was du schätzt, was kommt? Oder weil aufgelöst ist ja noch nichts bei dir, wenn du erst bei Episode 3 bist. Es gibt eine Sache, die ich erahne. Ja. Und es gibt eine Sache, die mir mega auf den Sack geht. Alles klar. Da reden wir denn drüber, wenn ich es weiß. Pass auf, ich nenne jetzt Namen, du wirst mit den Namen nichts anfangen können, aber Leute, die es gespielt haben, werden damit was anfangen können. Ich hasse die Sache mit Neil und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Sache mit Alex mag. Das für die Leute, die zuschauen und das Spiel schon durchgespielt haben. Alles klar. Dann guck dir mal das Schachbrett an. Ich muss die Figuren vermutlich jetzt. Du musst nur eine Figur verschieben. Aha, okay, ich ahne schon welche. Doch, ich glaube, ich weiß es. Der Turm nämlich, nicht der Turm. Guck mal nochmal rauf. Warte mal, ich muss doch theoretisch jetzt einfach nur Schachmatt setzen, ne? Du musst hier, ja, ich muss die zweite von rechts runterschieben, bis unter die schwarze, dann nach rechts und dann nach oben, dass sie unter dem Turm steht. Das ist alles. Ja, den König muss ich nämlich jetzt wegsetzen. Den König, ne? Ja, ich wusste nicht, wie die heißt, die zweite von rechts. Den hier, den. Ja, den König. Musst du jetzt einfach runterschieben, bis auf das weiße Feld unter der schwarzen. Also schieb einfach mal drei Felder runter, das Ding. Ja, na klar, weil der Bauer ihn.
hier schlagen kann. Er kann ihn hier schlagen. Nein, weil du einfach nur kopieren musst, was auf dem scheiß Mini-Schachbrett ist. Nein, aber der Bauer kann die Figur nicht mehr schlagen. Ja, ist doch wusch, Mann. Du musst einfach nur kopieren, was auf dem Brett ist. Mann, hör auf nachzudenken. Man macht die Scheiße jetzt. Eben, hör auf, intelligent sein zu wollen. Der schiebt doch mal richtig ran. Ja, warte doch mal. Ich hör vorher auf. Ja, es macht viel mehr Spaß so, Mann. Das ist voll schwer, das Rätsel, ne? Konntest du damals nicht. Wahrscheinlich du wolltest damals wieder Schach spielen, wahrscheinlich. Dann hast du Scheiße gebaut. Ja, mit 5 Figuren. Wenn man das hier nämlich falsch macht, kommt Giftgas raus. So wie jeder in seinem Arbeitszimmer Giftgas installiert hat. Wie in Resi 1, ne? Ja, im Grunde, wie gesagt, die beiden Spiele kamen in einem Jahr raus. Also, es gibt übrigens. Als ob die sich über die Schulter geguckt haben, gegenseitig. Darf ich dir, ich weiß gar nicht, ob Wushes dir das Zitat schon gebracht hat, darf ich dir eine Sache aus Revelation 2 zitieren, wo ich herzlich gelacht habe? Ich weiß nicht, ob du das in meinem Post schon mit dem Sandwich. Da gibt's aber lustigerweise noch einen Spruch, der so ähnlich ist. Du darfst jetzt einmal lesen. Okay. Machen wir gleich nach dem Lesen. Markus Tagebuch 1. Ich kann schon 4. Dezember nicht lesen, Mann. Primarily, Alter. Geschafft, der neue Virus. Wir haben ihn Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. 23. März. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Mir soll es egal sein, solange ich meine Progenitorarbeit fortsetzen kann. Er kann tun, was er will. 19. August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildungsstätte seines neuen Unternehmens zu leiten. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens, doch er wird immer aufdringlicher. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen? Um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen, brauche ich eine besondere Anlage. Einen Ort, an dem ich ungestört bin. 30. November. Zur Hölle mit Spencer. Hat er heute sich wieder mal bei mir beschwert? Er hält Progenitur nur für ein Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr. Sollte sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Progenitur richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 19. September. Endlich. Es ist mir gelungen, auf der Basis von Progenitor einen neuen Virus zu erschaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Ich nenne diesen neuen Virus T für Tyrann. 23. Oktober. So geht es nicht weiter. Experimente mit Ratten bringen einfach keine wirklichen Erfolge. Die einzigen geeigneten Säugetiere für meine Experimente sind Menschen. Sonst werde ich niemals Fortschritte machen. 15. November. Jemand scheint meinen Experimenten auf die Spur gekommen zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun, sollte jemand zu nahe kommen, könnte diese Person mir bei meiner Forschung helfen. 13. Januar. Endlich sind sie reif, meine wunderbaren Egel. All diese Minderbemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen. 31. Januar. Den Sicherheitsgeräten zufolge gab es einen Eindringling. Anscheinend hat jemand nach Tee und meinen Egeln gesucht. Narr. Zweifellos die Arbeit von Spencers Team. 11. Februar. Heute fand ich am Laboreingang erneut Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie hinter dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Sie sind die einzigen, denen ich vertraue. Und meinen geliebten Egel natürlich. Aber Spencer, das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In der nächsten Besprechung werde ich Tee präsentieren und meine Belohnung einfordern. Jo, da hat er die Richtigen gefragt. Der klare Fall von verrückter Wissenschaftler. Ja, ne? Und anscheinend war das Trio der Umbrella Corporation nicht ganz koscher miteinander. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie das bei den Ashfords war. Hast du da irgendwie noch was im Kopf, ob das bei denen so koscher war oder? Na wieso, Alexander Ashford ist doch einer der drei. Ja, ich weiß, deswegen sage ich ja. Ob die beiden irgendwie mit ihm was gequatscht haben oder irgendwie so, weißt du? Streitereien gab es auf jeden Fall nicht. Er ist ja auch dann relativ verreckt. Ich glaube, der war eher mit seiner Familienkiste beschäftigt. Ja. Die haben halt dieses Ding gegründet und jeder hat so seine Forschung gemacht, aber ansonsten. Warum nimmst du schon ja beide Charaktere hier mit rein? Oh, soll ich nicht? Du kannst so, aber du musst auch aufpassen. Jetzt bleib drinne. Ich würde da nicht weggehen. Wie weggehen, hä? Die Kamera wechseln. Warum? Okay, dann warten die noch drauf, dass du die Kamera wechselst. Das sind solche Arschlöcher. Ich habe gerade ein Stöhnen gehört. Ja, sind auch 2, 3 Zombies in diesem Raum. Ich staune, warum die nicht kommen. Und Billy guckt auch schon so, ist der auf passiv gestellt? Nee. Ich staune, dass der nichts macht. Okay. Er wartet brav auf dein Kommando. Schießt du einfach mal das Visier mal an.
Einmal schießen, los geht's. Dann ich treff nix. Doch. Jetzt treff ich was. Ja, du triffst auch so, wenn die da stehen. Muss ich hier rein ganz zwingend? Ja. Okay. Schieß! Und hör auf, Rebecca schon mal glitschen zu lassen. Ich glaube, Becky hat keine Munition mehr. Nee, top. Tatsache. Klar, sie hat 9 Schuss. Oh, sorry, mein Fehler. Ja, so eine 9 ist schon so eine 0. Rebecca ist immer ein bisschen passiver als Billy, die ballert nicht gleich alles weg. So, und siehst du diese schöne grüne Fläschchen Flasche? Da? Die musst du mit Rebecca ansprechen. Ich nehme erstmal die Scheiße hier mit. Und ich bin der Meinung, dass das die einzige im gesamten Spiel ist. Was, diese Gasflasche? Ja, vielleicht gibt es auch noch eine, die irgendwie schwer zu erreichen ist, weil ich habe das irgendwie nervig in Erinnerung. Jeweils, wenn du das hier nicht mitnimmst. Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Ins Mischset geben, okay. Sie haben die grüne Chemikalie ins Mischset gegeben. Aber ich überlege, kommt man später überhaupt... Ja, man kommt später noch hierher zurück. Deswegen gibt es nämlich auch diesen Fahrstuhl später, der dich dann wieder da rausbringt, wo jetzt der Zug entgleist ist. Ich würde, wenn ich ganz ehrlich bin, eins von den blauen Kräutern mitnehmen. Ja, was hältst du davon? Mach doch. Kannst du dich mal in den Raum noch umgucken, ob hier noch irgendwas ist? Kannst du ihr einfach eigentlich ein Kraut geben oder du wartest? Ich geb's erstmal Billetta noch einen freien Platz. Ja, oder so. Ich kann die Statuen hier mal kombinieren gehen, dann haben wir in der Ausgangshalle mehr Platz. Ja, aber du kannst erstmal gucken, ob hier noch was ist. Aber ja, dass du ein blaues Kraut mitnimmst, ist ganz gut. Übrigens, diese grüne Chemikalie kannst du auch als blaues Kraut benutzen, glaube ich. Wenn du die direkt schluckst, ja. Dann bist du nicht mehr vergiftet. Aber dann müsstest du halt nochmal herkommen. Ich glaube, das war's hier so ziemlich. Ich gucke jetzt nochmal die Waschbecken und die Schränke nach, aber ich meine, das war's. Nee, zu dem Zitat, ne? Du bist da mit Barry unterwegs und du hast so eine mega verschlossene Tür und durch eine bestimmte Sache bricht Barry die volle Möhre auf, also mit einem Gerät, ne? Mhm. Und sagt dann einfach nur komplett stumpf, who's the master of unlocking now? Ja, ja. Kam so stumpf, Alter. Kommt so, who's the master of unlocking now? Und Barry ist cool, ich mag Barry. Das Spiel sorgt für Gerechtigkeit für seinen Namen. Okay. Hat er auch einen neuen Sprecher, ne? Nicht mehr wie im Remake. Aber bei ihm ist es, glaube ich, nicht so schlimm, weil man den noch nicht so oft gehört hat. Und er nie viel sagt, eigentlich. Was ich halt irgendwie sehr interessant finde, ist, ich glaube, es gibt sogar einen Grund, warum die vielleicht die Sprecherin von Claire gewechselt haben, weil ich zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, so das Gefühl hatte, dass die Claire in Revelations schon so ein paar Jahre älter ist. Und jetzt schon kommst auch du auch mit der billigen Ausrede. Seriously, dude. Nein, pass auf. Das ist Schwachsinn, die Ausrede. Ich nehme es ja nicht als Ausrede. Ich finde, ich dachte mir nur, dass das vielleicht die Idee dahinter ist. Die alte Claire hätte natürlich auch super darauf gepasst. Und ich hätte sie auch lieber gehabt, auf jeden Fall. Ich kam nur auf die Idee, vielleicht haben sie es deswegen gemacht. Du kommst nicht auf die Idee, die Rechtfertigung wurde schon von 1000 anderen rausgebracht. Ich habe sie aber bisher noch nicht gehört. Oder das zumindest ist aber absoluter Bullshit, weil die Claire-Sprecherin auch schon 40 ist. Und zweitens, eine Synchronsprecherin kann ihre Stimme auch ändern, wenn es sein muss. Die hat nicht immer den gleichen Ton drauf. Da stimme ich dir zu 100% zu. Und eine 40-Jährige kann ja wohl eine Mitte-20-Jährige sprechen. Ja gut, das stimmt allerdings. Kann ich hier was ablegen? Ich glaube... Die waren einfach zu faul und wollten das Geld nicht zahlen. Das war wahrscheinlich wieder alles. Wahrscheinlich wollte die schon ein gewisses Honorar haben dafür. Haben sie halt eine billigere genommen. Das kann gut sein, du. Da bin ich ganz pessimistisch. Also ich will jetzt nicht die Qualität der neuen Sprecherin niedermachen, aber die wollte wahrscheinlich weniger Geld, weil die das noch nie gemacht hat. So nach dem Motto... Kann ja sein, dass die Allison schon so eine Agentin hat oder so, sich so vertreten lässt und die fordern dann halt auch schon das Geld oder weiß auch nicht. Aber die waren einfach nur faul und dumm. Oh nee, die rufen wir jetzt nicht an. Wir nehmen mal die hier, die gerade da ist. Ja. Wobei ich sagen muss, falls dich interessiert, das Verhältnis zwischen Moira und Barry ist auch sehr interessant. Wie gesagt, ich versuche das alles relativ spoilerfrei zu halten jetzt gerade für dich. Was tust du? Ich brauche Platz im Inventar. Du kannst auch kombinieren, wenn du voll bist. Das hab ich dir schon mal gesagt. Ja, passiert. So, wir sollten aber erstmal in die anderen beiden Räume reingehen, bevor wir durch Markus' wunderhübsches Gesicht gehen, ne? Du kannst das trotzdem erstmal alles ab auf die Waage stellen. Ja, klar, mach ich ja jetzt. Das schadet ja nicht. Deswegen habe ich mir gerade Platz gemacht.
Nimm mal den Rest gleich auf. Genau. Ja, ja, das wollte ich jetzt mal testen, ob das auch mit den Figuren geht, wenn es dann kombinierbar ist. Nee, geht nicht. Verdammt. Mein Bad. Eigentlich total bescheuert, wenn es mit Kräutern geht. Ah, whatever. Ja, aber so müsste der, glaube ich, in einem Switch versuchen abzuchecken, ob das schon drauf ist. Im Inventar ist. Boah, voll nicht am Wackeln oder so. So, und wo wolltest du jetzt noch hingehen? Es gibt da jetzt einmal Markus Gesicht, ne? Ach so, ja. Und die Rittertüren. Oh. Sind die Rittertüren optional? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist nix optional, Mann. Ja, deswegen. Also von den 50 Räumen in diesem Spiel sind vielleicht 3 optional. Oder 4. Würde ich mal schätzen. Wo dann wirklich nur Munition drin liegt oder eine Waffe oder sowas. Mhm. Ah, oh, wunderschön. Mhm. Mach ich auch immer bei mir zu Hause. Bestes Schloss ever. Mach ich immer, wenn ich vor meine Klotür mache ich das so. Ich muss ganz, ganz dringend pinkeln, weißt du so. Oh, scheiße, wie war das nochmal? Läuft. Jetzt kann ich die Farbbänder mal reinholen und mal ganz schnell speichern. Ja, jetzt kannst du. Wir sind nämlich auch schon bei Part 11 jetzt hier am Ende, Freunde. Denn ich speichere jetzt, um nachher mal ganz schnell zu... Obwohl, nee, warte. Wir speichern jetzt und zeigen am Ende des Parts noch, dass man den Leechmann mit den Cocktailflaschen vielleicht ganz gut hinbekommt. Und danach laden wir im nächsten Part, im Part 12, und legen dann wieder richtig ernsthaft los. Ne? Ja. Ich wette, dass du stirbst. Ja, sehen wir ja dann. Vor allem auch schwer, ey. Die sind ja auf Normalstunden nicht einfach zu töten. Denn auch mit den Cocktails, ich glaube, die machen kaum Damage. Sehen wir ja. Meine, ich will meine Theorie jetzt testen. Come on! Okay. Come on! Lass mal speichern gehen. Aber vorher können wir noch ein kleines bisschen Inventar-Management machen. Die Granaten lege ich erstmal ab, ne? Jo. Das Gute ist aber, wenn du die Viecher mit Feuer tötest, dann können sie nicht explodieren. Weil die Leech-Männer haben ja so einen Selbstzerstörungsangriff, wenn du sie tötest. Das machen sie aber nicht, wenn du sie mit Feuer umbringst. Okay. Ich glaube, mit Säure weiß ich gar nicht. Müsste man austesten. Aber bei allem anderen explodieren sie und wenn du daneben stehst, bist du auf ein HP runter. Oh, okay. Wenn dann noch ein Egel rumkriecht nach der Explosion und dich beißt. Wie asozial. Ja, ist ein schönes Konzept eigentlich. Wenn man da nicht aufpasst. Was? So, wo sind denn meine Molly-Flaschen? Bist du meine Molly-Flasche? Das einzig Gute ist, dass die Explosion dich, glaube ich, nicht töten kann. Du hast halt immer noch so einen Lebenspunkt übrig. Du bist... Nicht meine Molly-Flasche, wo bist du? Du bist einfach nur eine normale Pupsflasche, ne? Oh, leck mich doch, wo sind denn meine Mollys? Einfach auf die Karte, Mann. Let's regroup. Roger. Das war nicht die Kartentaste. Roger. So, das ist die Kartentaste hier. Da. Ja, sieht man ganz gut. Okay, relativ weit oben, alles klar. Ah, ich sehe sie schon. Komm mal her, Freunde. Molotov Cocktail. Weil wir nur nächsten 6 Stück hättest. Ach, nur 3. Okay. Das kriegen wir hin. Ich bin guter Dinge. Jetzt wird's spannend. Flamel. Flavor Flav, man! Ja, wenn ich sterbe, sterbe ich halt. Wenn er noch nicht verwandelt ist, dann warte aber erst, weil ich glaube, dann machst du keinen Schaden, wenn, ne? Ja, wenn ja, er noch die Haut drauf hat. Kannst du gleich mal deinen Ausweichskill üben. Wie gesagt, an seinem Nicht-Schlagarm vorbeilaufen und dann kann er dir gar nichts tun. Lauf. Und werf. Warte. Das ist ein Herlocken, ja. Da ist er. Und werf. Brauchst dich nicht umdrehen, einfach zielen, der macht es von alleine. So. Gut, dass du nur einen hast. Oh. Oh. Nicht schlecht. Motherfucker. Nicht schlecht. Also es reichen 3 tatsächlich. Da merkst du, dass sie echt eine Schwäche gegenüber vorher haben. Ich glaube, wenn du... Ich lauf mal kurz wie der Boss hier aus der Tür raus, warte. Ich glaube, wenn du die 3 Flaschen auf den Zombie wirfst, dann beißt der noch fröhlich in deinen Hals rein. Krass. Können wir uns auf jeden Fall merken. Also ist auf jeden Fall machbar. Also du ladest ja jetzt, ne? Ja. Also es gibt später noch eine Stelle, wo du einen entsorgen könntest, der ein bisschen nervig ist. Also da. Ich muss mal ganz kurz like a Boss hier durchlaufen. Hä, was geht? Ja, hab ich besiegt, kein Thema. Bis dann. Becky, so, wie hat er das gemacht? Ja, ich bin geil, ne? So. Wie oft hat er dich gepeitscht? Ein oder zweimal?
Einmal. Ah, es geht. Bist noch grün? Ja. Ich teste mal, ich guck mal kurz nach, warte. So, Seesternmann, ich hab ihn besiegt, Bitch! Okay, hätten wir es geklärt, ne? Hätten wir es geklärt? Okay. Alles klar, das war Part Nummer 11. Wir sehen uns in Part Nummer 12 gleich wieder. Und dann gucken wir mal, was hinter den Rittertürchen und hinter dem hässlichen Gesicht von dem Markus noch ist, ne? Alles klar, bis gleich, Leute. Ciao, ciao!